So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun, die vergessene Epoche. In der letzten Episode haben wir gesehen, wie Isaac und seine Freundin in einen Fall getappt sind, und in dieser Folge werden wir natürlich ihnen zur Hilfe eilen und ja, erstmal das Inventar sortieren, wie es sich hat gehört, ne? Nun, let's go. Isaac, es tut mir leid, ich ertrage es nicht mehr. Halte durch, Ivan! Du bist halt da. Lass dich nicht mehr so viel Zeug vom Kopf lenken. Drachenwut? Zieh so 40 KP ab, haha, Noob. Was? Cheater! Wir haben das geschafft, Agathio. Das war knapp, wir haben das tatsächlich geschafft. Ha, er ist kein Krieger. Seine Sorgen und seine Freunde sind uns sofort verschafft, der uns Musik geholfen hat. Was ist das? Er ist noch immer am Leben? Denn auch diesem schweren Schlag? Es wäre eine Schande, wenn wir nun du und ich uns treu hingeben müssten, ihn am Leben zu verlassen zu haben. Isaac! Vorsicht! Er lebt noch! Wenn wir ihn angreifen wollen, Felix, was sollen wir das jetzt tun? Wir werden Isaac töten! Nein, das ist nicht! Ich würde das niemals zulassen! Keiner von uns wird das tun, Jenna. Felix, was geht dir vor? Sei dankbar, wir haben dir einen Gefallen gewesen. Als wir der Flammbild die Erde so stark, dass sie seit 1-2 brach. Eigentlich hat es hier nicht geschah. Du hast gleich vorher noch nicht entfacht, oder? Das ist nach all dem, was wir getan haben, um dir zu helfen. Wir werden das Leuchtfeuer jetzt zünden. Wenn das wollt, dann solltet ihr euch besser in den Tat schreiten. Aber wir lassen den Sack nicht zurück. Ach, großartig, wir müssen uns jetzt verraten? Ja, alles klar. Typisch, du willst jetzt Sachen verhindern, dass wir jetzt das erledigen, oder? Wenn du nur hier seid, um uns den Weg zum Leuchtturm geben. Nochmal. Wenn du nur hier seid, um uns den Weg zum Leuchtturm zu geben, dann hat euer Werk getan. Isaac hat sich ein stärkerer Gegner wie als wir das angenommen hätten. Wir können ihn nicht am Leben lassen. Wer hätte gedacht, wie stark diese beiden waren? Seit wann die Hilfe an das Wasser hätten? Wir müssen sie unschädlich machen. Wenn ihr sie wollt, dann müsst ihr euch zuerst uns stellen. Vor allem Crane. Es hat beide schwer verletzt. Es hat nicht länger in der Form, gegen alle vier antreten zu können. Ich denke, es wäre besser, wenn ihr jetzt einfach geht. Uns bleibt keine andere Wahl. Dinaria, nein! Agathio, wenn wir jetzt gegen Felix kämpfen, wäre das unser Ende. Dieser könnte eine Schwester auf dem Gewissen. Wo ist er gezogen geblieben? Ich bin von Zorn erfüllt. Oh, aber nicht, dass er mich blind macht. Ups, hoppla. Was denn? Kämpfen wir auf? Gut, aber das ist nicht das Ende. Macht mit Isaac, was ihr wollt. Doch leistet uns diesen Schwur. Wenn wir jetzt gehen, müssen wir das Leuchtfeuer entzünden. Okay. Ist mir egal, ob ihr Garrett helfen wollt oder nicht. Der Leuchtturm geht vor. Geh, Felix! Ich werde mich um Garrett kümmern. Dann vergiss nicht den Maßstein, den Isaac bei sich trägt. Wie kommt es, dass ihr vom Maßstein wisst? Glaubt ihr, es ging hier nur ums Rache, er lässt uns alles berichtet. Nehmt den Marsch. Ja, meine Stimme. Sorry. Nehmt den Marsch, oder wir werden euch dazu zwingen. Zwingt uns nicht zum Handeln. Mach schon, Felix. Nimm ihn. Ich weiß nicht, warum du das tust, aber ich vertraue dir. Nimm den Marschstern. Felix nimmt den Marschstern. Schon besser, Felix. Wir warten auf der Spitze des Leuchtturms auf dich. Felix, warte! Wir dürfen dir nicht trauen. Nimm mich mit dir. Guter Gedanke. Wenn der Letzte uns geschieht, ist es besser, wenn Aaron bei dir ist. Wir kommen schon zurecht. Aaron soll mit dir gehen. Hör auf die anderen. Gemeinsam seid ihr sicherer. Jo. Ja, wir sind noch zu zweit. Felix und Aaron. Oh je. Oh je. So. Ich hoffe, sie kommen zurecht und können Garrett mir helfen. Ich glaube auch, jetzt kommen keine Monster mehr. Kann das sein? Ich glaube ja. Aber egal. Da.
spät, Felix. Entzünde das Feuer. Ja, ja. Sobald Jupiter Strahlberg noch Mars und es entzünde das Feuer. Sobald es erledigt ist, werden wir dir vielleicht auch verzeihen, dass du Isa gerettet hast. Mit Jupiter steigen, ja. Stern. Er schwebt. Oh. Ich will so nachher dran. Na da. Ja. Nun sind sie blind. Hurra. Wow. Ich habe erzählt darüber gehört. Bitte keine Ahnung, dass es so spektakulär sein könnte. Und auch hier backt das Feuer extrem rum. Ja. Was soll's. Ich hab's gleich vorher entzündet, der dritte leuchtet mir der Strahlung wieder. Jetzt lass uns gehen. Das werden wir nicht tun. Du hast uns bereits einmal verraten. Wir können dir einfach nicht mehr vertrauen. Und da dir jetzt das Licht des Jupiterleuchtens erstrahlt, haben wir dann keinen Bedarf mehr für deine Eltern. Aber Kleiner, du wirkst etwas verwirrt. Möchtest du gewissen, warum wir dich nicht mehr brauchen? Nein. Du weißt es also nicht wahr? Ja, der Marsleuchtturm steht in Prox. Was tut ihr? Marschen gestohlen. Deine Aufgabe ist nicht mehr erledigt. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben den Marschen, wir brauchen dich nicht mehr. Du weißt natürlich, was das zu bedeuten hat, nicht wahr? Klar. Genau. Das bedeutet, die Zeit zur Sterbung ist gekommen, Felix. Aber was soll mit Felix Eltern geschehen? Wir pflegen unser Versprechen zu halten. Sobald alle vier Leuchte im Fach sind, werden wir sie freilassen. Wir werden niemals etwas Schreckliches tun, wie unser Wort brechen. So wie du es dann leichtfertig getan hast. Aber wenn du tot bist, wer wird sie dann von Brock nach Hause bringen? Ich denke, sie werden die letzten Jahre ihres Lebens in der gefrorenen Eidhöhle des Nordens verbringen müssen. Keine Sorge, es wird ihnen an nichts fehlen, jetzt sei bereit für das Ende. Ja, Zathoros. Zathoros! Agathe und Dinaria erscheinen. Ein sehr spannender Kampf, ich finde. Wir sind zu zweit, gegen zwei. Ich werde erstmal uns boosten. Oder erstmal sie deboosten, besser gesagt. Und ich werde erstmal Dinaria ausschalten, denn Dinaria besitzt genau das, Todesgriff, kann instant killen. Also sowas wie Nirvana. Astero, ach du Scheiße. Oh, ich habe es geskippt, aber egal. Das ist eine mächtige Feuerabsynergie, wie man sehen kann. Die haut ordentlich rein. Du hast mal Stahl drauf und du machst mal Steinbruch. Stahl! Und Steinbruch! Dann Daum! Jin für. Oh nein! Felix wird absorbiert, Aurora wird absorbiert, super. Käfig. Ich glaube, eine Zinnige, die niemals wirkt, ja. Felix! Es kann doch mal zu dir. Es würde zu lang brauchen, da bin ich gekommen, um nachzusehen. Was geht dir vor? Sie sagen, dass wir sie nicht mehr brauchen. Agathe, Felix muss halt nicht hier sein. Was denkst du, soll ich tun? Wir sollten uns jetzt nicht gehen lassen. Wir müssen sie vernichten. Keine Sorge, Felix, ich bin hier, um euch zu helfen. Danke, Jenna. Das können wir gebrauchen. Und zwar mehr als wir gebrauchen, denn, ja. Das war Petra auf sie, Steinbruch und du. Jenna, heilt uns bitte mal. Petra! Hi Laura! Steinbruch! Igniswalze! Wow, mächtiger Damage! So, dann heilen. Steinbruch und heilen. Kosaiken! Steinbruch! Bam 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 bam. Zack! Blüte! So, wieder was voll. Todesgriff und Aaron ist tot. Wow. Schön. Schön. Danke. Jenna! Das ist unbestimmt, ich will das irgendwas nicht stimmen. Dann bin ich hier egal, wie es aussieht, gerade noch rechtzeitig. Vielen Dank, Cosme. Ich freue mich nicht in den Kampf, aber ich bin froh, dass du an unserer Seite sein wirst. Noch eine Agathe, wie lange war sicher sind sie in Überzahl? Wir waren schon voll in Überzahl, du kannst nicht zählen, oder was? Zu spät. Jetzt kämpfen zu fliehen, wir müssen kämpfen. Oh, meine Stimme. Isaac und Jan sind sicher oder so. Ich bin jetzt mit dieser blinden Ratten. Ja. Aaron hat nicht noch stehen kann, aber eigentlich ist er tot, aber egal. So, Phoenix auf Aaron.
erstmal Redox auf dich und du. Was machst du eigentlich? Wir besänftigen wir mal die Redox. Wolke! Wusch! Kann, glaube ich, Instinct. Nein, kann ich. Oder kann es Instinct killen? Nee, glaube ich nicht. Das war ein anderer Djinn. Todesgriff! Wow! Schwächer. Eben genau deswegen will ich die Nari als erstes loswerden. Weil sie ist fies. Ich will mal ein bisschen beschwören. Gericht. Megera. Schön. Steinbruch. Obwohl, nee, Moment mal, halt, stopp. Tiefen senken. Megera. Hat noch übrig, einmal Merkur, okay. Dann kennst du. Mach mal Dunst auf Felix. Ja. Megera! Bam, bam, bam. Ja, ich bin gerade ein bisschen leiser, weil ich meine Stimme ein bisschen schon. Sorry, aber es muss sein. So, Supernova. Wow, sie sind schnell. Guss, bam! Und ein Gericht. Wams. Bams. Sie immer noch steht. Eruption. Das ist nicht sehr schön. Aber das mal. Einmal Umbra. Einmal heilen. Und ach, du kannst mal nicht viel erstmal machen. Umbra. Dum 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 dum. Hi Laura. So, alle viele fast voll, dass er halt Felix, aber naja. Todesgriff. Wow, ich hasse die Attacke so sehr. Echo. Atrophie. Wow. So, Redox ist schön. So, dann. Leben bringt, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Wir machen mal Geleit. Dann du kannst mal eine Reite nicht mal beschwören. Du kannst mal unsere Init erhöhen. Und du kannst. Ja, Lichtplasma machen. Coole! So, sind wir auf jeden Fall schneller. Lichtplasma. Djinnfest. Oh nein. Leider holt sich noch. Oh, komm! Neptunoids! Boom, boom, boom! So, die Nare ist weg, so. Nun ist der Kampf relativ einfach. Es sei denn, er macht sowas. Ist nicht nett, so. Da ist nur Stahl drauf. Du machst mal das. Einmal heilen, bitte, und. Einmal Megera, bitte. Hi, Laura! Megera! So, boom! Ich gebe dir maximal noch 5 Runden, dann ist er auch besiegt. Stahl! Und Raureif! Besiegelt. Hey! Tja. Würde sagen, wenn jetzt das durchkommt, dann weiß ich auch nicht. So. Nur Ragnarök. Ja, Petra hat eine gute Idee. Du hast noch keinen Steinbruch. Na gut, dann greifen wir mal normal an. Ja, sparen. Ist noch irgendwas? Nee. Dann greifst du mal mit Lichtplasma an. Petra! Und sparen! Oh, yay! Lichtplasma! Und Angriff. Wow, 201 Schaden für den normalen Angriff, ja. Schon ein bisschen krass, ne? So, wieder viele Gins, die sich mit uns verbinden. Ostara. Greift man normal an. Verteidigung senken wäre geil. Und du könntest Einschlag machen. Hindernis. Verteidigung fällt. Einschlag. Ah, okay, gut, geht nicht mehr, auch schade. Schade. Aber Ostara macht jetzt noch mehr Schaden. Wenn der Verteidigung gesenkt wurde. Bam. Der steht immer noch. Käfig. Wirkt nicht. So. Ich
Gib dir noch ein, zwei Runden, dann bist du down, Kumpel. Hitzeschmetterer! Schwächer? Wirkt nicht, aber senkt dennoch. Jo, diese Runde, dann geht er down. Jawohl. So Leute, ich würde sagen, das war so ein Golden-Sun, die vergessene Epoche. Im nächsten Mal geht's dann weiter. Nicht verpassen, es wird spannend. Bis zum nächsten Mal. Schon gesagt, egal. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.